Es ist ein Trend, den nicht nur Charterfirmen seit Jahren beobachten. Über 4 Windstärken wird nicht mehr gesegelt, sondern der Diesel angeworfen. Oder man bleibt gleich im Hafen. Der Wunsch nach Komfort und Bequemlichkeit ist eben überall spürbar. Doch das muss nicht sein, denn Segel lassen sich verkleinern. Segeln bei stärkerem Wind verlangt aber auch Übung und Ahnung vom Reffen. Getreu dem alten Sprichwort, wenn man übers Reffen nachdenkt, ist es eigentlich schon zu spät. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Reffen, wie kann man den Reffzeitpunkt vielleicht auch noch ein bisschen hinauszögern und wenn man dann reffen muss, wie wird es richtig gemacht, mit welchen Systemen. Also das heißt einmal mit Rollgenua und Rollgroß oder mit normaler Genua und normalen Groß, also mit durchgeladeten Groß und die verschiedenen Schritte dazu. Die erste Frage ist, wann erkenne ich, dass es Zeit ist zu reffen? Also das Boot gibt dann eigentlich ganz gutes Feedback dafür. Zum Beispiel dadurch, dass mit der normalen Besegelung oben ungerefft, man merkt, oh, das Boot ist ganz schön luftgierig, es will in den Wind, es haut mir immer so ein bisschen nach Luft ab. Der Druck wird sehr groß, die Lage wird sehr groß, man merkt, das Schiff, das Deck fängt schon fast an durchs Wasser zu ziehen, dann weiß man, jetzt ist der Punkt gekommen, ich muss eigentlich Druck loswerden. Das ist die Variante dann, also entweder dann reffen oder halt erst noch versuchen, den Druck abzubauen. Um den Druck abzubauen, gibt es diverse Trimmmöglichkeiten, die wichtig sind, die man wissen muss. Wichtigste ist natürlich am Anfang das Segel flach ziehen. Das heißt, das Groß, Profil rausnehmen, flach machen, Druck loswerden. Das geht mit dem Unterlieg, man kann das Unterlieg durchsetzen, dadurch wird es flacher. Man kann das Achter stark anziehen, dadurch wird der Mast gebogen in der Mitte. Das ganze Tuch wird in der Mitte flach gezogen. Das Profil wandert, das Segel hat weniger Profil, man wird drucklos. Das ist der erste Schritt, den man machen kann, um noch eigentlich den Punkt des Reffs herauszuzögern. Zweite Möglichkeit ist natürlich auch, dass man das Segel einfach ein bisschen aufmacht. Das heißt, man kann den Traveler, ein bisschen den Großschot-Traveler, wenn er vorhanden ist. Wir haben jetzt hier ein Boot, da ist nur unten die Schot angeschlagen, da geht das nicht. Aber wenn man einen Traveler zur Verfügung hat, kann man den ein bisschen nach Lee fahren. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann auch die Schoten ein bisschen aufmachen oder in den Böen die Schoten aufmachen. Das ist beim Regattasegeln üblich. Es gibt also Möglichkeiten, den Reffpunkt noch rauszuschieben. Beim Vorsegel gilt das Gleiche natürlich auch. Auch das kann man flacher ziehen, indem man den Hohlepunkt weiter nach Achtern versetzt, indem man das Fall stärker durchsetzt. Es gibt also die Möglichkeit, auch das Profil flacher zu bekommen, bevor man rafft. Und so wird man durch beide Segel ein bisschen den Druck los und kann dann probieren, läuft das Schiff so vielleicht noch ganz gut kontrollierbar weiter. Und ich kann vielleicht noch zwei, drei Knoten mehr Wind vertragen, ohne dass es unkontrollierbar wird. Aber natürlich ist Reffen auch ein Sicherheitsfeature. Das heißt, wenn das Schiff so viel Lage fährt, dass die Crew hier sich kaum noch richtig bewegen kann und unten vielleicht Crew am Kochen ist und durch die Gegend fliegt, dann ist das Reffen auch einfach eine Komfortangelegenheit. Das heißt, man will weniger Lage im Boot haben, damit unter Deck vielleicht die Leute entspannter irgendwie ihre Off-Wache, wenn ein längerer Turn gesegelt wird, ein bisschen ruhiger haben, damit gekocht werden kann und solche Dinge. Zum Reffen kommen wir gleich. Jetzt zeigen wir aber noch einmal in der Praxis, was ihr tun müsst, um die Segel flacher zu trimmen. Um das Großsegel oder das Vorsegel, das Fall weiter durchzusetzen, muss man mit dem Boot kurz einmal anlufen, so weit, dass es fast im Wind ist, der Druck aus dem Segel rausgeht und die Crew dann das eigentlich ganz gut hinkriegt. Das ist bei beiden Segeln ähnlich. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht durch den Wind geht und dann im Wind verhungert oder eben durch den Wind durchgeht und eine Wende fährt. Die Schot wird dabei ein bisschen geöffnet und dann, wenn man das Segel dann, der Druck raus ist, geht das sehr gut, das Fall nachzusetzen. Wir haben es jetzt ein bisschen loser gemacht, als es eigentlich richtig war vorher, damit man den Unterschied ganz gut sieht. Der Hohlepunkt muss danach dann weiter nach Achtern gesetzt werden, um das Segel unten flacher zu ziehen, also um das Profil noch weiter rauszukriegen. Um die Position des Genua-Schlittens zu verändern, nimmt man noch einmal Druck aus dem Vorsegel, indem die Schot leicht gefiert wird. Dann lässt sich der Hohlepunkt ohne Kraftaufwand verstellen.
danach die Genua-Schot wieder dicht holen. Auf den neuen Kurs gehen. Normalerweise wäre das natürlich heute perfektes Wetter zum Segeln, gar nicht zum Reffen. Man sieht, es ist vielleicht eine 2-3 Windstärken, perfekt. Ja, wir hätten natürlich auch gerne Kuhsturm gehabt und würden das jetzt bei ganz viel Wind zeigen, aber leider kann die Yacht noch nicht das Wetter beeinflussen. Deswegen machen wir das jetzt bei diesem Wetter einfach mal, um die wichtigsten Schritte zu zeigen, was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil dann sieht man die Unterschiede ganz gut. Es gibt nicht so viel Störgeräusche. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn die Entscheidung gefallen ist, man will reffen, man muss reffen, dann stellt sich die Frage, was zuerst? Erst das Großsegel, erst das Vorsegel. Das ist sehr bootstypenabhängig, das heißt nicht immer gleich. Man kann sagen, die älteren Boote, die ein Design haben mit sehr großen Vorsegeln, also mit Genuas, die stark überlappen, 125-30%, das sind Schiffe, wo in der Regel erst Vorsegel, wenn gerefft würde, würde das Vorsegel gerefft werden. Das heißt, auf ein kleineres Segel in der Regel gewechselt, wenn es dann konventionelle Segel sind. Bei moderneren Schiffen, wo die Vorsegel klein sind, kaum überlappen eigentlich, also 100% oder sogar noch darunter Segel sind, würde man mit dem Groß beginnen. Das heißt, erstes Reff bei einem durchgelatteten, herkömmlichen Segel wäre das dann halt das erste Reff, zweite Reff. Und bei Rollsegeln ist es dann wieder noch mal ein bisschen anders. Bei Rollsegeln ist es so, dass man generell eigentlich mit dem Großsegel anfängt zu reffen. Das erste Reff Großsegel, vielleicht sogar das zweite. Es gibt Positionen von Leuten, die sagen, man kann sogar ein modernes Schiff, das Roll Genua und Roll Groß hat, mit ganz eingerollten Groß fahren und dafür ganz Genua noch weiterstehend weiterfahren. Geht eigentlich ganz gut. Natürlich geht es aber auch ein bisschen ausgewogener, indem man sagt, fängt also mit dem Groß an, rollt da das erste Reff rein und wechselt dann mit dem Vorsegel das erste Reff dazu. Wird der Wind immer noch mehr, man muss weiter runter, kommt das nächste Reff wieder ins Großsegel, dann wieder in die Genua und so weiter. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man die Genua versucht lange stehen zu lassen, weil sie, wenn sie gerollt wird, sie ist nicht so geschnitten, dass sie dafür gedacht ist. Das heißt, das Profil verändert sich sehr stark. Wird ungünstig, das Material wird hoch belastet, weil die Teile des Segels, die verstärkt sind, die normalerweise den Zug von der Schot aufnehmen, wandern nach vorne, es werden Teile des Segels belastet, die normalerweise gar nicht dafür ausgelegt sind. Das ist nicht so günstig. Deswegen beginnt man mit dem Großsegel. Es gibt verschiedene Reffsysteme. Für das konventionelle Segel, also das durchgelatete Segel mit Rutschern, ist das hier ein Einleinen-Reff-System. Das heißt, mit nur einer Leine, die aus dem Cockpit bedient werden kann, es muss keiner aufs Vorschiff, wird das Achterleak und vorne am Segel das Cunningham sozusagen hier runter, die erste Reff, wird dann runtergezogen und gesichert. Es gibt die Variante, dass hier vorne die Haken, man sieht da oben den zweiten Reffhaken, der erste ist auf der anderen Seite, dass dieser Haken oder dieser Ring in einen Haken eingehängt wird, der dann hier unten am Baumbeschlag ist. Das ist die Variante. Und dann halt eben das, was sehr verbreitet auch im Chartermarkt vor allen Dingen ist, das Rollgroß. So, wir spielen jetzt einmal hier für dieses Schiff mit dem Einleinen-Reff-System. Man sieht also, vorne ist es ganz durchgeschoren. Das Segel wird runtergezogen. Man muss vorne nicht das Cunningham oder die Reffösen einhängen am Baum, sondern das wird halt durch das Einleinen-Reff-System selber gemacht. Das wollen wir jetzt gleich einmal durchspielen. Das Manöver ist eigentlich relativ klar. Man fährt am Wind. Die Genua bleibt getrimmt, wie sie ist. Das Groß wird gleich aufgemacht, dass der Druck raus ist. Und dann wird das Fall sacken gelassen und die Reffleinen durchgesetzt, bis das Segel halt richtig auf den Baum runtergezogen ist. Und dann setzt man wieder das Fall. So, das gehen wir jetzt einmal durch. Groß geht auf. So, die Großschot geht auf. Der Druck geht aus dem Segel raus. Jetzt kann das Fall geöffnet werden. Das Fall wird sacken gelassen.
Das kann man als Einleinenrest am Anfang sogar mit der Hand durchsetzen, bis es vorne am Cunningham praktisch unten ist. Das geht mit der Hand noch ganz gut und den Druck auf dem Achterlieg muss man dann mit der Kurbel machen. Man sieht jetzt, dass hier die Leinen durchgesetzt werden langsam. Man muss dann halt zwischendurch immer mal gucken, wie stark ist es schon der Druck nach unten. Das muss ja auf dem Baum fixiert werden. Dafür braucht man ein bisschen Zug. Ist immer noch locker. Ja. So, noch ein bisschen. Man sieht, die Reflein sind jetzt durchgesetzt. Vorne ist das Segel vom Cunningham richtig runter. Hier oben hinten ist auch richtig Zug drauf. Dann kann man wieder wechseln auf das Fall auf die Windstuhl und wieder hochziehen. Ja, bis halt genug Vorliegspannung da ist. Und dann muss die Großschutt wieder dicht geholt werden. So, dann geht man wieder auf seinen Anwendkurs. Und das Reff ist drin. Im Segel vorgesehen sind natürlich noch diese Kauschen für Reffbenzel, dass man das Segel halt auf dem Baum fixieren kann. Das ist beim Einleinen-Reffsystem eigentlich nicht nötig. Man hat zwar diese Tuchtaschen hier hängen, die stören aber auch nicht wirklich. Und wenn man sie tatsächlich alle durchzieht, die Reffbenzel, muss man natürlich auch beim Ausreffen nachher dran denken, dass man sie wirklich, weil sie als letztes reingemacht worden sind, auch als erstes rausmacht. Weil wenn man nachher das Segel setzt, die Reffleine öffnet, am Fall zieht und eins vergessen hat oder sogar alle, reißen diese Kauschen gerne aus. Deswegen ist es nicht dringend nötig, das zu machen. Nur auf längerer Fahrt, wenn das Segel viel schlagen würde oder wenn es das zweite Reff ist und die Tuchtaschen halt wirklich groß sind, dann ist das eigentlich eine Sache, die man macht. Aber jetzt so beim ersten Reff mit so einem kleinen Reff ist das eigentlich noch nicht nötig. Ein Detail, das wir hier auf dem eigenen Schiff gefunden haben, das nicht ganz ideal ist, ist, dass die Reffleine hier so angeschlagen ist. Man sieht jetzt, wenn das Reff drin ist, verliert man eigentlich zum Runterziehen der Kausche hinten 15, 20 fast Zentimeter und kriegt das Segel nicht ganz auf den Baum runter. Das wird eigentlich richtigerweise so angeschlagen, dass es durch einen Palsteg geführt wird und nach oben geht. Dadurch bekommt man dann nachher die Kausch wirklich fast auf den Baum gepresst. Das ist nicht ideal gelöst hier, aber wir haben das so vorgefunden und wollten das jetzt nicht alles umbauen. Aber wer ein solches, das ist ein Seldenrig, da wird das richtigerweise so gemacht. Wir sind jetzt hier mit einem konventionellen Segel durchgelattet mit Rutschern und einer Rollgenua unterwegs. Das erste Reff ins Groß ist da eine gute Wahl, weil das Profil vom Groß halt recht gut stehen bleibt. Wenn die Rollgenua gerefft wird, ist das Profil deutlich schlechter. Deswegen wäre die Reihenfolge jetzt hier ein Reff die richtige. Wenn man jetzt weiter runter refft, kommt es so ein bisschen darauf an, auf was für ein Schiff man ist, wie groß die Genua ist. Also wenn die Genua, hier ist sie schon relativ weit überlappend. Also wenn es eine sehr große Genua ist, kann es dann sein, dass danach ein Reff, wenn mehr Wind kommt, in der Genua nötig ist. Man kann aber auch, wenn es das Boot danach noch ausgeglichen genug liegt, noch erst das zweite Reff ins Groß machen. Das kommt so ein bisschen auf das Schiff an, das man fährt. Wenn man so ein modernes Schiff hat mit einem sehr kleinen Vorsegel, kann das wirklich gut sein, dass man mit zwei Reffs im Groß und ungerefftem Vorsegel gut unterwegs ist. Wenn man eine große Genua hat, ist das wahrscheinlich eher nicht so der Fall. Wir haben jetzt leider zwar nicht so viel Wind, dass ein zweites oder überhaupt ein Reff eigentlich nötig ist, aber wenn jetzt der Wind weiter zunehmen würde und man sagt, okay, wir machen die Genua, dann zeigen wir jetzt einmal, wie der richtige Ablauf ist. Das wird eben nicht im Wind oder am Wind gemacht, wie es viele Crews machen, was aber nicht gut ist, weil dann schlägt das Segel stark und gibt fiese Falten beim Rollen, sondern man fällt auf einen tiefen Kurs ab, macht die Segel auf, rollt es dann ein und geht wieder in den Amwindkurs. Das zeigen wir jetzt einmal den Ablauf. Genua mache ich hier.
So, jetzt sieht man gleich, der Druck aus der Genua ist komplett weg. Damit ist alles leicht zu bedienen. Man kann die Rollleine ganz leicht hier mit der Hand ziehen. Es ist gar nicht nötig, das irgendwie über die Winch zu quälen. Man sieht da die beiden Reffmarken vorne am Segel. Da sind hier nur zwei Striche. Oft sind es so blaue oder rote Punkte. Die erste Marke ist jetzt schon aufgerollt. Wir machen mal bis zur zweiten einmal, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. Die Leine wird belegt. Kann man die Genua auch gleich wieder dicht holen und geht dann auf dem Ambitkurs. Jetzt muss natürlich noch der Holepunkt gleich angepasst werden. Idealerweise macht man das sogar schon jetzt, bevor man ganz hoch am Wind fährt, weil dann der Druck zu hoch ist. Der Holepunkt muss natürlich bei der Verkleinerung des Segels, damit der Zugwinkel wieder optimal ist, ein bisschen nach vorne versetzt werden. Das geht hier eigentlich ganz gut. Und jetzt ist das Boot bereit, um wieder anzulufen. Wichtig ist noch, wenn man das jetzt mit dem Rollreff durch das Abfallen vorne machen will, sollte man noch dran denken, wenn man vorher alles flach gezogen hat, wie wir es am Anfang gesagt haben, um drucklos zu werden, ist das Achterstag jetzt ordentlich auf Spannung. Das kann man dann vorher ein bisschen lösen. Und warum soll man eigentlich so tief fahren zum Rollen? Das ist ganz einfach. Wenn man dann einen tiefen Kurs fährt, wird der Mast eher nach vorne bewegt. Das Vorstag und die Lager von der Rollanlage werden ein bisschen entlastet und dadurch geht einfach mechanisch alles leichter zu bewegen, als wenn man am Wind mit viel Druck und voll angeknallten Achterstag durch die Gegend segelt. Noch was zum konventionellen Segel. Also wenn man ein Vorsegel mit stark konventionellen Vorsegel, wenn man ein Starkreitersegel bergen will und wechseln will, ist das eigentlich auch nicht so optimal, das am Wind zu machen. Man kann das machen, ja, aber es ist eigentlich komfortabler, wenn man dafür auch genau wie eben beim Rollsegel, beim Reffen, ein bisschen abfällt. Und zwar so weit, dass das Vorsegel praktisch in der Abdeckung des Großes ist. Dann ist der Druck raus, das Segel fällt ein. Man kann es eigentlich sehr leicht reinholen. Ist besser, als wenn es wirklich im Wind schlägt. Und das gilt auch für das Rollvorsegel. Wenn man es komplett bergen will, ist es auch sinnvoller, das beim Abfallen zu machen, wenn es in der Abdeckung des Großsegels ist und der Druck raus ist, geht auch besser. Also nicht nur beim Reffen, sondern auch beim kompletten Bergen geht das besser, als wenn man das im Wind macht. So, wir zeigen jetzt noch mal einmal das Ausreffen. Im Prinzip ist klar, das Ganze wieder rückwärts. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob man vielleicht zuerst, weil es einfacher ist, die Genua ausrefft. Da würde man wieder abfallen, sie ausrollen. Oder halt das Groß und das wieder am Wind. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Groß an, wie wir vorhin angefangen haben, rückwärts. Dafür gehen wir wieder auf den Amwindkurs. Jetzt müssen die Reffleine natürlich wieder geöffnet werden. Und ein typisches Problem der Einleihen-Reff-Systeme ist, dass dieses System viel Reibung hat, weil die ganzen Reffleine im Baum gehen. Das heißt, wenn man jetzt das Reff wieder rauszieht, muss man so ein bisschen darauf achten, dass die Reffleine nachgezogen wird. Die hängt oft ein bisschen. Da kann man hier einfach am Baum, wenn es nicht so wild schlägt, so weit aus ist, einfach so ein bisschen nachgeben, weil oft zieht sich das nicht so richtig selber raus. So, jetzt das mal nach. Da sieht man das dann auch. Vorne geht es wieder hoch. Das Ganze geht recht schwer, solange bis man hier so ein bisschen wieder die Reffleine nachsetzt oder freilässt. Das heißt, nicht nachsetzt. So, Schot wieder dicht. Jetzt muss noch die Genua ausgerefft werden. Der Wind lässt nach. Man braucht wieder mehr Segelfläche. Wir können das hier am Wind machen oder halt, wenn man möchte, wieder ein bisschen tiefer abfallen. Das kann man machen, wie man möchte. Wichtig ist bei beiden Manövern, dass die Rollleine von der Genua nicht einfach losgeschmissen wird und das Segel ausrauscht, weil diese Anlage das nicht so gut verträgt, wenn sie in den Endanschlag einknallt. Deswegen ist es ganz schön, wenn man das kontrolliert macht. Einer kontrolliert, die Rolle rauslässt und die Schot nachsetzt. Thank you.
wenn man zum Beispiel Schiff hat, wo kein Einleinenreff ist, sondern wo man aufs Vorschiff muss zum Mast, um etwa die Reff-Couch in den, die Couch in den Haken einzuhängen, der am Baum ist. Wenn dafür jemand das Cockpit verlassen muss und es ist wirklich viel Wind, ist das eine Möglichkeit, mehr Ruhe ins Schiff zu bringen. Und das spielen wir jetzt einmal kurz durch. Das Vorsegel bleibt dicht. Die Großschot wird nachdem man durch den Wind gegangen ist, aufgemacht. Das Ruder luft wieder an. So sucht sich die Yacht einen Punkt, in dem sie relativ ruhig oder sehr ruhig eigentlich sogar liegen bleibt. Und der Druck aus dem Groß ist jetzt völlig raus. Eigentlich die ideale Position, um zu reffen. Jetzt beginnt das gleiche Spiel wie vorhin. Das Pfeil wird geöffnet, das Segel rutscht runter und die Reffline, hier in diesem Fall wieder das Einleinen-Reff-System, zieht das Reff rein. Am Anfang kann man die Lose wieder per Hand ziehen. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es schwer geht. Dann ist die Kurbel dran. Das Schiff liegt sehr ruhig, man merkt kein Schlagen. Wird wieder dicht geholt und mit einer Halse kommt man am einfachsten aus dem Manöver wieder raus. Dann braucht man die Backe stellte Fock nicht shiften, sondern fährt einfach eine Halse. Wenn das Schiff einen Rollvorsegel und einen Rollgroßsegel hat, ist die Frage auch, in welcher Reihenfolge wird wie gerefft. Generell sagt man, wenn man beide Rollsegel hat, wird erst das Groß gerefft, so weit wie es eigentlich geht. Wenn die Genua nicht so weit überlappt, kann man das fast sogar auch nur mit der Genua fahren, je nachdem, wie groß das Vorsegel halt ist. Das merkt man dann in dem Druckpunkt, wie sich das vom Lateraldruckpunkt, wie sich das Boot dann noch verhält, ob es luftgierig wird oder leegierig, muss man dann ein bisschen gucken. Aber in der Regel wird erst das Groß verkleinert. Erstes Reff, zweites Reff groß sogar und dann erst wird das Vorsegel gerefft, weil das einfach so viel schlechter steht, wenn es gerollt wird. Da sind ein paar Dinge zu beachten, die anders sind als beim herkömmlichen Reff mit einem Rutscher-Lattensegel. Da wäre zu beachten zum einen, dass vor dem Reffen der Baum einigermaßen waagerecht stehen muss. Das heißt, er soll, wenn er stark von der Schot noch angezogen ist und zu weit nach oder durch den Niederroller so stark angezogen ist, dass er nicht waagerecht ist, sondern nach unten geneigt ist, rollt man hier im Mast eine ziemliche Tuchrolle auf, eine Tuchwurst, die dann viele Falten hat und sehr dick ist und vielleicht nachher nicht in den ganzen Umfang des Mastes passt und zum Schluss dann nicht ganz rein oder raus geht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, das erklären wir mal einmal mit einem, mit einem Stöckchen, mit einem Hilfsmittel. Wenn man vorher das Segel schon flach gezogen hat, weil man lange den Reffzeitpunkt rauszögern wollte, hat die Crew das Achterstark vielleicht stark angezogen. Das heißt, der Mast ist nicht mehr gerade, sondern macht so eine Kurve. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich dargestellt. Aber wenn man das Achterstark vorm Einrollen nicht löst und jetzt mit so einem gebogenen Mast mit so viel Vorspannung, das hat ja nicht nur der Mast, sondern auch diese Aufrollleiste, die da drin ist, das ist so eine Spindel halt. Auf dieser Spindel sitzt ja eine Alu- oder ein Kunststoffprofil. Und wenn das dann so anfängt aufzurollen, rollt man große, große Falten ein. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass am Ende es Falten gibt oder das Segel sogar nicht ganz in die Nut reinpasst und man dann ein Problem hat. Deswegen vor dem Reffen achterstark wieder lösen. Viele Boote im Chartermarkt haben gar keinen Achterstark, das aktiv bedient werden kann. Da sind nur die festen Spanner dran, da gibt es keine Taillen. Da ist es natürlich dann egal, aber bei Booten, wo das geht, muss man daran denken. Eine weitere Besonderheit beim Rollgroß ist, dass die Rollkante hier, wo es reingerollt wird, die Nut sozusagen nicht ganz in der Mitte sitzt. Bei den meisten Rollanlagen ist sie leicht nach rechts versetzt. Das heißt, und es dreht gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, ideal zum Aufrollen ist, wenn der Baum ein bisschen nach Backbord rüber geht
der Wind von Steuerbord kommt und hier rüber drückt, dann zieht man ganz sauber das Segel beim Rollen auf die Rolle drauf. Es gibt sehr wenig Falten und es geht mit relativ wenig oder mit weniger Widerstand. Es geht auch von der anderen Seite, also es ist nicht so, dass es gar nicht geht, aber die andere Seite ist sozusagen die Schokoladenseite, auf der es ein bisschen leichter geht. Und je älter das Segel vom Boot ist, umso mehr merkt man das, dass das enge Wickeln dann besser funktioniert. Wir hatten jetzt schon gesagt, wichtig war Spannung aus dem Mast, Baum waagerecht. Und das nächste, was beim Ausreffen und wieder Durchsetzen wichtig ist, dass das Unterlieg nicht einfach losgeschmissen wird und das Segel wie wild schlägt, sondern dass das Unterlieg kontrolliert gefiert wird. Das heißt, wenn das vorne aufgerollt werden soll, das Segel, wird hinten einer steht am Unterliegstrecker und lässt ihn langsam raus und der die Rollleine bedient, zieht auf, damit das ein einigermaßen Zusammenspiel der Geschwindigkeiten ist. Wenn man das Segel so stark schlagen lässt, dabei aufwickelt, wickelt man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit große Falten ein, die dann wiederum dazu führen, dass es zu eng wird im Mast und vielleicht nicht das ganze Segel reingeht oder es sehr schwergängig geht. Deswegen wird das Segel straffer gehalten, der Unterliegstrecker wird mit mehr Widerstand gefahren. Und generell gilt, wenn etwas zu schwergängig läuft, lieber einmal nachsehen, woran es liegen könnte, als mit brachialer Gewalt daran zu zerren. Falls ihr gerade mit dem Segeln beginnt, empfehlen wir euch, die Reffmanöver bei wenig Wind zu üben. Dann klappen sie auch, wenn das Reffen wirklich nötig ist. Sämtliche Manöver findet ihr übrigens auch in der Yacht 7 2021.